Herzlich willkommen zu einem neuen Kreativ-Vlog auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Eva und ich zeige dir viele kreative Sachen und vor allem, was du aus Altpapier alles Schönes zaubern kannst. Heute geht es um eine minimalistische Herbstdekoration und es geht um dieses Bild, wie ich mit dem ersten Bild komplett gescheitert bin, das zeige ich dir hier natürlich. Und ganz am Schluss verlosen wir Herr Blume. Er hat sich bereits in Schale geworfen und freut sich auf sein neues Zuhause. Wenn dich aber die Technik mit Pulp interessiert, dann schau sehr gern durch meine Videos auf meinem Kanal. Da findest du über 140 Inspirationen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuschauen. Wir sehen uns ganz zum Schluss nochmals. Ich habe hier so einen alten Kranz, den ich draußen bei mir noch gefunden habe. Und da möchte ich was machen für an die Türe, damit ich endlich auch noch einen Herbstkranz an der Türe habe. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber ich habe damit letztes Jahr schon einen Kranz gemacht, ein kleiner Kranz, der hängt immer noch unten und das sieht sehr, sehr schön aus. Also habe ich gedacht, ich versuche es nochmals und hübsche diesen Kranz jetzt ein bisschen auf. Ich werde das hier jetzt einfach mit einem dünnen Draht umwickeln und dann schaue ich weiter. Das mit den Hakenbutten ist grundsätzlich sehr schön. Mir gefällt das im Herbst, aber ich kriege das irgendwie gerade nicht hin und ehrlich gesagt habe ich auch gar keine große Lust dazu. Ich möchte einfach einen Kranz an der Tür haben. Ich möchte jetzt da aber nicht eine Riesensache draus machen. Jetzt ist er auf jeden Fall schon mal wieder vorzeigbar und ich habe ihn wirklich sehr oft mit Draht umwickelt. Man darf den Draht auch sehen und er soll auch ein bisschen minimalistisch sein und jetzt nicht zu auffällig. Okay, was mache ich jetzt? Ich habe hier noch meine Mohnblumen, die ich gemacht habe. Auch davon gibt es ein Video hier oben. Und Mohnblumen passen, glaube ich, nicht in den Herbst. Aber das ist mir jetzt egal. Ich werde jetzt die da mal anbringen und schauen, ob es mir gefällt. Ich finde sie zwar ein bisschen fad. Vielleicht werde ich den Kranz einfach so mit einem Bändel an die Tür hängen und das war's. Der super minimalistische Türkranz. Die Dekoration kann man sich ja kreativ vorstellen.
Ja, ich habe gerade keine Lust. Ich habe noch was gefunden. Die hier, ich weiß nicht, sieht man das? Keine Ahnung, was das ist. Ich werde jetzt die mit Draht zu einer Kette verbinden und das drumherum wickeln. Und dann schaue ich, ob es mir gefällt. Minimalistisch, stilvoll und einfach aus der Natur. Und ich selber schaue jetzt aus wie eine Herbstdekoration. Ich bin voll von oben bis unten. Das war's. Das ist mein Türkranz. Der Herbstkranz ist nun an der Tür und jetzt werde ich ein bisschen malen, weil ich ja gesagt habe, ich möchte mehr malen oder zeichnen. Nein, eher malen würde ich sagen. Sowas habe ich schon mal gemalt mit dieser Gouache und es ist absolut mein Ding. Ich habe das mal auf Instagram gepostet. Wie gesagt, ich habe viele, viele Jahre nicht mehr gemalt und mir geht es einfach um Spaß, um Freude an der Farbe. Und was interessant ist, ist, bei den Skulpturen lacht ja bei mir keine Figur und sie sind sehr morbid. Also keine schönen, netten, süßen Figuren in der Regel. Also die, die ich ausstelle, die sehen so aus. Aber beim Malen sind sie bunt, freundlich, zu 99% Frauen. Bei den Skulpturen sind es 99% Männer. Sehr interessant. Ich weiß nicht, woran das liegt. Beim Malen habe ich keine Lust, Männer zu malen, aber beim Modellieren habe ich viel mehr Lust, Männer zu modellieren als Frauen. Ihr könnt mir ja gern in die Kommentare schreiben, rein psychologisch, was das vielleicht für einen Hintergrund haben könnte. Ich weiß es nicht. Okay. Also, was ist mein Plan? Ich habe ja diese Skulptur fertig bemalt und hier habe ich Gelb verwendet. Und jetzt habe ich noch übrig von diesem Gelb. Und ich habe mir hier so kleine Leinwände gekauft. Ich habe noch nie ein
Porträt auf eine Leinwand gemalt. Es soll Spaß machen. Es geht nicht um richtig oder falsch, es soll einfach Spaß machen und das macht es mir aktuell. Okay, also ich würde jetzt diese zwei Leinwände mit diesem Gelb grundieren. Ich habe das schon mit Gesso grundiert und werde es jetzt mit Gelb grundieren, einfach weil ich gerade diese Farbe noch habe und da male ich drüber. Es will mit dieser gelben Farbe kein Ende nehmen. Ich weiß nicht, was ich schon alles damit bestrichen habe. Und ich habe immer noch... Jetzt gehe ich da nochmals drüber. Das macht's absolut aus. Jetzt wird die Skulptur noch teurer werden, denn mit dieser gelben Schicht, das ist der I-Punkt auf dem I. Das lasse ich trocknen, der Rest des Gelbes kommt jetzt weg. Ich habe auf Pinterest ein Bild gefunden, auf das ich extrem Lust habe, es zu malen. Ich habe keine Ahnung, ob mir das gelingt. Mein Anspruch ist auch nicht, dass es genau gleich aussieht. Es soll nur eine Vorlage sein. Macht euch einen Kaffee oder einen Tee oder am besten einen Schnaps, damit ihr das ertragen könnt. Dies ist keine Anleitung, wie man richtig malt. Aber es soll euch motivieren, selber zu malen, ganz egal wie es am Schluss ausschaut. Wichtig ist, dass ihr Spaß daran habt. Es soll Freude machen und lacht auch über euch selber, wenn es euch nicht gelingt. Ja, egal wie es ausschaut am Schluss. Erschreckt nicht, bei mir sieht die Skizze immer ganz, ganz übel aus. Es sieht dazwischen auch immer sehr, sehr übel aus. Und ich werde mit Gouache malen, weil das ist wirklich absolut mein Ding. Okay, jetzt habe ich genug geredet, jetzt geht's ans Malen. Viel Spaß beim Zuschauen. Donnerstagmorgen und endlich habe ich Zeit, eure Kommentare zu lesen. Ich bin nicht dazu gekommen. Aber in den Kommentaren sehe ich, dass ihr diesem jungen Herrn bereits
den Namen Herr Blume gegeben habt. Unabhängig voneinander, wirklich die meisten haben Herr Blume geschrieben. Und es sind sehr viele Kommentare reingekommen. Und ich muss jetzt entscheiden, wo der hingeht. Er ist hier bei mir und wartet gespannt, wo es hingehen soll. Eigentlich müsste ich ihn klonen und 100 weitere machen, damit ich jedem einen geben kann. Es fällt mir jetzt wirklich gerade ein bisschen schwer. Ja, ich muss mir überlegen, wie ich das mache. Nun denn, ich habe gestern ja mit diesem Bild angefangen. Es wird noch besser. Gouache finde ich super auf Papier, aber auf Leinwand fällt es mir wahnsinnig schwer, damit zu arbeiten. Und daher werde ich dieses Bild lackieren und werde dann mit Acryl weitermachen, weil sonst komme ich da nicht ans Ziel. Und dann kann ich noch ein bisschen ausbessern, auch von den Proportionen her. Also ich werde das lackieren und dann mit Acryl drüber gehen. Aber ich habe dafür gestern noch mit Gouache auf Papier gearbeitet. Das sieht so aus. Da habe ich so ein Mädchen gemalt. Und im Halbdunkeln wohlgemerkt. Daher ist sie jetzt, glaube ich, ein bisschen blass. Egal. Aber es ist so schön zum Entspannen. Ich kann einfach wahnsinnig entspannen beim Malen. Es ist wie eine Meditation. Okay, ich rede wieder zu viel. Legen wir los. Ich lese jetzt die Kommentare noch fertig und dann geht es dann hier mal noch weiter. Und dann habe ich noch ein Kranzprojekt. Okay. Was soll ich sagen? Das Bild wurde leider nicht vollendet. Ich muss noch, glaube ich, ein bisschen üben, auf Leinwand zu malen. Ich male bedeutend lieber auf Papier als auf Leinwand. Und da ich zu keinem Ergebnis gekommen bin, habe ich es am Abend nochmals in mein Skizzenbuch gemalt, was mir bedeutend einfacher fiel und es dem wesentlich näher kommt, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber ich finde, es ist ein sehr mystisches Bild und es hat Spaß gemacht. Ja, und ich war kreativ und habe ein bisschen geübt. Daher hoffe ich, es war eine kleine Anregung für euch. Diesmal leider nichts mit Pulp. Nächstes Mal wird es wieder was mit Pulp geben. Und Herr Blume hat sich bereits schon aufgehübscht. Er hat seinen Lieblingsschlips angezogen, damit er einen guten Eindruck macht. Und er hat jetzt sich entschieden, zu jemandem zu gehen, die mit Heilpflanzen zu tun hat, die auch Heilpflanzenseminare geben wird.
Und wir fanden, da passt er sehr gut hin. Da kann er sich durch alle Heilpflanzen durchschnuppern. Und da ich ja auch so ein riesen Fan bin von Heilpflanzen, kommt Herr Blume nun zu Martinet.3343. Bitte schreib mir auf meine E-Mail, ich blende dir das unten ein, gib mir deine Adresse durch und dann kommt Herr Blume zu dir. Und er hat natürlich auch gesagt, also man darf den Schlips durchaus wieder ausziehen. Es ist einfach für den ersten guten Eindruck. So hat er es mir gesagt. Dann hatte ich noch eine Frage wegen der neuen Webseite. Die neue Webseite findest du immer unten in der Beschreibung von jedem Video. Aber ich blende es jetzt hier auch nochmals ein. Findest du aber immer unten in der Beschreibung, wie auch meine Instagram-Seite. Und es sind auch alle Kurse für das nächste Jahr online auf meiner neuen Webseite. Da könnt ihr gerne mal reinschauen. Es gibt 3 Wochen Kurse. So würde ich sagen, das war's. Bleib kreativ, umarm deine Liebsten. Bis zum nächsten Mal. Danke, bist du dabei gewesen. Tschüss zusammen.